Let's go. Klar, let's go! Grüezi! Ja, ich habe eine neue Art. Ich habe ein paar Namen geändert. Ich habe meinen Ending-Screen, der ist jetzt verbessert. Mein Audio ist okay. Der Sound ist okay. Alles läuft langsam richtig gut. Heute Fettuccine. 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 Irgendwie so mit Trüffelöl. Und ich schlag einen Personal Best, weil ich, das war mein zweiter Stream. Da habe ich quasi voll reingekackt. Aber ich habe auch mit Katja zusammen gekocht. Das heißt, oh, boah, jetzt hängt alles. Hallo. Oh no, alles hängt. Alles am Arsch. Naja, man kann nicht alles haben, ne? Hopp, jetzt. So. So, hier diese 42 Minuten 48. Achso, ich bin wieder... Du bist wieder schuld. Diese 42, 48, die sind als Personal Best mit Katja zusammen. Das heißt, wenn ich das heute knack, und HelloFresh sagt 35 Minuten. Das heißt, wir haben unnormal rumgeklaunt, ja? Also wirklich hardcore rumgeklaunt. So, große Pfanne, ein hohes Rührgefäß. Eine hohe Rührgefäß. Here we go. Da, da, da. Kleine Schüssel. Was fällt da wieder zu? Ja. So. Hohes Rührgefäß, kleine Schüssel. Und sie. Eine kleine Schüssel. Ja gut, dann tut es hoffentlich literally eine kleine Schüssel. Und ein Sieb. Wahrscheinlich für die Nudeln, ne? Deswegen kann ich auch den großen binden. Ah da, der große. Ja gut. Ja, kann man ihn loslegen, ne? Let's go! Oder? Was sagen? Oh, ich fange richtig schön an. Also, mega der Skip, weil Milliliter Wasser soll ich behalten. Das heißt, ich werde dafür ist es heiße Wasser, okay. Wie, keine Musik? Hä? Was für? Echt keine? Eigentlich Musik sein, oder? Bisschen lauter? Jetzt? Besser? Machst mir Angst. Hab mir keine Angst. Sag mal, Musik läuft. Hä? Wie? Keine... Glaube ich nicht. Ich glaubte das, ja. Gar nicht sein, sag mal. Ich höre es minimal. Echt? Hi. Besser? Okay. Ja, gut. Gut. Wasser kocht. Topf haben wir hier. Dann kann's losgehen. Let's go! Okay, kommt Wasser.
Okay, das reicht nicht aus. Da muss noch mehr rein. Go, 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 go. Wasserstrahl. So. Dann salzen. Diesmal mache ich serious, ja? Diesmal mache ich richtig ernst hier. Salzen. Oh ja, Katja, schalt dir mal Salz auf. Wir brauchen mal ein Salz. Fettigune. Wie auch immer die heißen. Ich weiß doch nicht, wie du die aussprichst. Messer. Vergessen. Schere. Tun. Nächstes Step, je nach Vorliebe Gabel. 12 Minuten. 12 Minuten. Währenddessen mit dem Rezept vorfahren. In ein Mohrrührgefäß 100 ml Wasser. 100 ml. Mit der Gemüsebrühe verrühren. Salz. Ja, merkt ihr mal, Salz. Was ist so lol? Was ist hier lol? Was für lol hier? So. Gemüsebrühe verrühren. Das heißt verrühren, damit man sich wirklich schütteln kann. Auch mega der Skip. Nächster. Bam, 2 Minuten. Austernpilze in ca. 1 cm breite Streifen schneiden. Austernpilze. Welche sind die Austernpilze? Austernpilze. Das sind die kleineren. Okay, das sind die hier. Was stinkt hier so? Ist das die Pilze? Nee. Das sind die Nudeln. Ja. Die müssen auf jeden Fall richtig hier rein. So. Oh, das ist das da drunter. Ihh, deswegen stinkt's hier so. Bah! Bah, riecht voll verbrannt. 2 cm Streifen schneiden. Ja, gut. In Streifen zupfen steht da, okay. Breite Streifen zupfen. Ja, gut. Ja, es stinkt ekelhaft, stinkt das hier. Breite Streifen zupfen. Das ist witzig. Guck mal, Mussi. Ich kann den Pilz einfach auseinanderreißen. Da lustig. Oh, das stinkt echt ekelhaft, Alter. Mir wird richtig schlecht. Aber gut, da muss ich durch. Ich halt's aus. Das sind die Dark Souls Pilze, die punchen mich gleich, die one-shotten mich. Alter, das ist schon echt eklig. Bah. Aber gut, das müsste eigentlich gleich weggehen, ja? Boah, Alter. Katja, komm mal, riech mal. Oder leid nur ich das so stark darunter? Das kannst du als Raucher besser beurteilen, ob ich da einfach nur übertreibe oder nicht. Weil wenn ein Raucher das auch riecht, huch. Boah, Alter! Kräuterdreh nach Größe vierteln oder halbieren? Ah, die hier also. Ja, guck mal hier. Der puncht mich so. Let's go. Vierteln oder halbieren hier. Guck mal, den muss ich schon richtig. Den muss ich richtig in wie so eine Paprika klein schneiden hier. Let's go. So. Ja, aber guck mal hier bei den Kleinen hier. Die kann ich hier einfach so klein halbieren. Ekelhaft, ne? Übel, also bin ich nicht alleine. Dann ist das bestial, wenn sogar du das riechst. So, klein Pilzi. Klein Pilzi. So, Knoblauch abziehen und fein hacken.
Hier. Nur noch abziehen und fein hacken. So. Die Pilze hatten wir letztes Mal nicht. Ich meine doch, beziehungsweise habe ich irgendwas verkackt oder vertauscht oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist es dasselbe Gericht. Vielleicht haben wir die einfach nicht gehabt und ich habe es verpeilt irgendwie. Knoblauch schneiden. Oh, ich hasse das. Das habe ich schon beim letzten Mal gesagt, ne? Aber ich versuche es diesmal ein bisschen klüger zu gestalten. Weil das Knoblauch schneiden ist jedes Mal eine richtige Challenge, ey. Na komm jetzt. So. Dann habe ich jetzt hier quasi so ganz viele kleine Knoblauchscheibchen. Und kann jetzt die hier richtig schön hier klein achseln. Guck mal und. Bam! Erledigt. Klein gehackselt. So. Easy. Jetzt habe ich mich dieses Rumgestruggle. Lass sie doch einfach aus! Nein! Petersilie abzupfen und feinhacken. Ja, gut. Petersilie klein zupfen und feinhacken. Let's go. So. Mal hierher. Stiele entfernen natürlich. Diese 50% Stiele. Wahrscheinlich Deckel. Ich sollte auf jeden Fall noch ein bisschen hier verteilen. So, das ist gut. Guck mal hier. Boah, das ist gerade bestialisch gestunken vorhin, ne? Wahnsinn! Hoffentlich bekommen wir den Geruch weg. Ja, sollte. Sollte. Ich werde den jetzt erstmal wegriechen, wegertragen. Davon hast du ja gar nicht so viel. Der wird dann schon irgendwann, vor allem wenn ich dann Fenster nachher aufmache, weggehen. Nicht mehr so schlimm. Nicht mehr so schlimm? Ja, ist nicht mehr so wild. Kannst ja kurz kommen. Kannst ja mal kurz riechen. Kurz in die Nase nehmen, kurz so. Ach ja, übrigens an meine werten Gäste. Ich bin am Überlegen, quasi Kanalpunkte besser nutzbar zu machen. Weil bisher kann man die nur für diese Emotes nutzen. Ich meine, es ist ja funny und so. Vor allem dieses ganze Hello und von Georgia das Yes, yes und No, No, No. Das ist ja funny, haha, funny Georgia-Meme und so. Aber ich überlege mir, quasi mit Katja ein Investment zu machen. Eine gute Investition. Dank meinem Dad habe ich gestern sogar schon dieser Investition, bin ich 10 Euro näher. Und zwar Clownsschuhe. Also wirklich, ich habe auf Amazon die sogar auf meiner Wishlist. Also das heißt, wenn jemand meine Amazon-Wishlist durchgehen will, ne, die ist glaube ich public, da sind Clownsschuhe drauf. Und dann kann ich so, wie bei Katja quasi, so einen richtigen Clown-Mode machen. Und ja, genau, die Alerts meine ich. Und dann kann ich so richtig so, aber halt mit Clownsschuhen und Clownsnase. Dann hat das richtig nice Aesthetic, wenn ich einfach fucking Clown unterwegs bin. So. Ach ja, meine Haare sind übrigens eine Vollkatastrophe. Die hängen mir die ganze Zeit im Gesicht. Ich habe langsam wieder meine richtig krassen Emo-Haare von als ich noch 16 war, ne? So von Tag für Tag komme ich dem Ganzen wieder immer ein bisschen näher. Ein bisschen näher, ja? Habt ihr gehört? So. Was, wie? Hast du einen Follow bekommen? Ja, ich habe was gehört, war ein bisschen leise. The Queen of Cheesecake. Danke, ich mache leider keinen Cheesecake heute, aber... So ähnlich? Fettuccine? Fettuccine oder so heißt das? Ähnlich. Das ist auch gelb. Aber nice. Danke und seien Sie gegrüßt. So, das ist auf jeden Fall der Gedönse hier. Petersilie abzupfen, feinhacken. Nächstes Step. In einer großen Pfanne ein Esslöffel Öl. In einer großen Pfanne ein Esslöffel Öl.
Öl. Go, 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 go. Okay, das kocht langsam über. Preventen. Damage Prevention. Jawoll. Langsam erhitzen. Panko-Mehl. Panko-Mehl. Ja? Panko-Mehl. Die Hälfte der gehackten Patersilie. Die Hälfte der gehackten Petersilie. Okay. Panko-Mehl, die Hälfte Petersilie und eine Prise Salz. Ja. Hm. Die Hälfte der gehackten Petersilie. Ja. Und eine Prise Salz. So. Salz dazugeben, zusammen ca. 3 Minuten rösten. 3 Minuten, ja, eigentlich 2 Minuten köchelt das hier noch vor sich hin. Heißt also, das haut hin so. Das soll ich jetzt rösteln, vor mich hin rösteln. Boah, ich weiß noch, damals hatte ich nicht die große Pfanne. Damals war ich noch ein bisschen mehr Free-to-Play unterwegs. Aber jetzt, mit meinem krassen Boom hier, den ich habe, mit meinen einkommenden Donations und meinen ganzen Subs und so, bin ich hingegangen und hab mir, eigentlich mehr über Payback-Punkte vom Rewe, eine Pfanne gegönnt. Eine richtige, große Wok-Pfanne. Mit der es jetzt hier viel einfacher ist. Ja, also doch, irgendwo HelloFresh ist schon ein bisschen Pay-to-Win, ne? Ja, vorher habe ich einfach nur eine fucking Free-to-Play-Pfanne benutzt die ganze Zeit. Aber jetzt mit Membership, jetzt habe ich die Member-Pfanne, ja? Kann man nur in der Member-World usen. Ah, schön am hier. Ah, jawoll. Also es läuft auf jeden Fall deutlich besser als zuvor. Ich bin sicher, wenn man den ersten Stream, also wenn man den, wie in RuneScape, ja, das ist eine Member-World-Pfanne. Wenn ich die drop und jemand will die aufheben, dann kommt da so, sie können diesen Gegenstand nicht benutzen. Dieser Gegenstand kann nur von einem Member benutzt werden. Boah, man muss echt... Eigentlich müsste man aus Spaß die beiden Streams mal miteinander vergleichen. Man müsste hingehen und zwar zweite Folge auf YouTube, auf meinem YouTube-Channel. Die zweite Folge müsste man so nebeneinander mal spielen, abspielen. Die hier und meine zweite Folge. Da koche ich bei beiden dasselbe. Und dann müsste man mal vergleichen, wie ich mich damals angestellt habe. Wie ich mich heute immer noch anstelle, aber in Member World. Panko-Mehl, Petersilie, Salz. Ich habe also nichts vergessen. Die bis die Brösel leicht gebräunt sind. Ja. Okay, die kommen runter. So, die kommen runter. Wie ist das? Sind die weit? Ja, guck mal an hier. Echt schön matschig. Boah, stinkt wieder so. So, bis die schön braun sind. Ja gut, braun ist anders, ne? Hey, jetzt kommt eine Gaspfanne. Moin! Heute ist Stream von gestern nachholen. Was? Nee, heute ist Mittwoch. Ich streame Montag, Mittwoch, Freitag. Ja, ja. Ja, fast erwischt, ne? Fast erwischt. Ich stream. Guck dir meinen Plan an. Ich mach doch nicht umsonst so einen Plan. Ich mach doch nicht umsonst so einen Plan hier. Oder habe ich was Falsches drinstehen? Hab ich? Ach so. Aber Katja hat doch gestern gestreamt. Ach so, übrigens, Nastja, sei gegrüßt. Heute gibt's Fettuccine, Fettuccine, Gunine Fette. Irgendwie sowas. Mit Trüffelöl. So.
langsam richtig braun. Okay. Fertige Brösel in eine kleine Schüssel füllen. Ja. Pfanne auswischen. Pfanne auswischen? Vor allem, weißt du, was lustige ist? Wenn du auf meinem YouTube-Channel die zweite Folge guckst, das ist genau das, was ich gerade koche. Das heißt, da kannst du so ein bisschen vergleichen, wie ich damals und heute streame. Kannst du so die Upgrades sehen, die ich damals angestellt habe und wie ich mich jetzt heute anstelle. So ein Vorher-Nachher so. Ja, da ist doch schön. So, soll ich sie auswischen? Dann. Mhm. So. Was dann? Brösel in eine Schüssel und auswischen. Nächster Step. Denselben großen Pfanne, einen Esslöffel Öl. Einen Esslöffel Öl nochmal. So. Ein bisschen Öl. Geil, mach's wie der Chefkoch. Ja, übel! Pilze dabei hinzufügen und 4 Minuten anbraten. Pilze hinzufügen. Pilze. Pilze hinzufügen und 4 Minuten anbraten. Nastja, du musst eigentlich mal herkommen und ich koche für uns HelloFresh. Also. Warum bist du nicht hier gewesen? What the fuck? Eigentlich das absolute No-Go, dass du noch nicht da warst, ne? Oder, Katja? Das fällt dir eigentlich ein. Und dann haut die auch noch wieder ab. Guck mal, die ist weder... Vergiss es. Ich hab nichts gesagt. Sowas von dabei, sagst du? Pfanne 4 Minuten anbraten. 10 Minuten, bis sie anfangen zu bräunen. Okay. Und das sollte ich mal abkippen. Oh, verdammt. Alles auf einmal machen hier. Machen mal. Ja, mega. Wäre echt voll toll. Ja? Ich denk auch. Pilze kurz umrühren, gehackten Knoblauch hinzugeben und weitere 2 Minuten anschwitzen. Einmal ein bisschen und dann sind die angeschwitzt genug. Sahne. Okay, danach muss ich die Sahne herholen. Man hat doch gar nicht meine neue Sub und meine neue Donation Alert gehört. Ich habe eine neue Donation Alert.
Ich kann ja gerne mal jemand ausprobieren, aus Neugier. Oder nicht? Ja. Die sind auf jeden Fall okay, ja? Nur noch hinzufügen und weitere 2 Minuten anschwitzen. Okay. Easy. Komm jetzt hier! Ei! Ah! Na dann! So. Weitere 2 Minuten anschwitzen. Das sieht auf jeden Fall richtig lecker aus, ja? Ich glaube, beim letzten Mal hatten wir einfach nur Pilze. Bei dem Chat bekommt man ja Epilepsie. Mit Epileptischen? Ein bisschen, ja, vielleicht. Vielleicht ein bisschen. Klein bisschen, ja. Weitere 2 Minuten anbraten, danach mit der Sahne ablöschen. Mit Sahne ablöschen. Gemüsebrühe hinzugrühren und 2 Minuten köcheln lassen mit Salz und Pfeffer danach. Boah, ich bin mega gut in Time. Ich beschaff bestimmt den Highscore von HelloFresh. Und zwar geben die geben vor 35 Minuten. 35 Minuten, hier habt ihr es gesehen. Keine Lüge, nicht gefotoshoppt. Das ist der Originaldruck. 35 Minuten. Oh, das riecht jetzt sogar noch nice nach Knoblauch. Nice! Wir haben das Nation bekommen! Neuro! Dankeschön! Karumski, den kriegst du wieder! Den schulde ich dir! Ich schulde dir den Euro, ja? Ein Euro! Jetzt habe ich 11 Euro. Bam! 11 Euro. 11 Zacken hier. Das sind umgerechnet irgendwas mit 7.500 Dollar. Ja, okay, nicht so viel, aber... Das sind 400 Dogecoin oder so. Boah, ich könnte eigentlich... Das wäre cool. Wenn Twitch... Ah, okay, warte, dann mal rein. Sahne. Mit Sahne ablöschen. Gemüsebrühe? Nein, behalt, okay. Ja, gut. Gemüsebrühe? Hab sie dir. Ist aufgemacht. So. Alles schön einrühren hier. Eine Minute köcheln lassen ungefähr. Ja, so in etwa. Salz und Pfeffer abschmecken. Da war ja was. Wobei ja der Abschmecken-Part nicht wirklich vorhanden ist. Das ist einfach nur mal ungefähr da reinschmeißen. So. So. Ein bisschen verrühren hier. Oh, das riecht und sieht richtig lecker aus. Und ich kann mich noch erinnern, Katja, weißt du noch beim letzten Mal, als ich das gemacht habe, beziehungsweise damals bei Folge 2, wie das einfach fucking trocken war. Ich weiß nicht, woran das lag, aber das war einfach furchtbar trocken. Köcheln lassen. Ich habe noch die Sachen hier zum Zubereiten. Let's go! Nächster Step! Pasta nach der Garzeit. Und jetzt damit reintun, oder?
in die Pfanne gehen. Jawohl. Let's go. Kommt, Nudel. Mhm. Ja, mit der Petersilie verrühren. Petersilie. Und den Hartkäse. Sollten wir noch hinkriegen, ne? Ich glaube, ich habe den im letzten Mal sogar einfach nur am Ende draufgepackt. Draufgeklatscht, so. So. Ja, komm jetzt hier. Oh, ich habe einen Clip. Dankeschön. Ich gucke mir den später nachher an. Irgendwie habe ich es noch nicht ganz mit den Clips abspielen können und so, ne? So. Dann war das, dann war das, dann war das. Und jetzt muss ich alles ein bisschen verrühren irgendwie. Ah, kriegen wir doch hin, oder? Guck mal hier. Guck mal an! Ganze Zeug hier mal schön verrühren hier. Jawoll. Oh, das sieht richtig, richtig gut aus, ja? Richtig gut. Jawoll, guck mal. Ich glaube, wir kriegen Sub 30 hin. NGL, Sub 30. Was fehlt denn großartig noch? Pasta auf Teller verteilt. Ja, easy. Easy. Zu fucking einfach. Sub 30. Sub 30 possible? Das wäre Sub 30. Ey, wenn ich das hinkriege, ne? Krieg das hin! Guck an! Ja. Real life.
Oha, das noch zu übertreffen. Wart ab. Ich sag's jetzt. Sie sagen 25 bis 35 Minuten. Sub 25. Ich sag's hier und jetzt. Heute, 21. April. Sub 25 possible. Und zwar... Ich kann ein bisschen Zeit beim Schneiden sparen, ja? Da habe ich 8 Minuten gebraucht. Ich kann es auf 5 reduzieren. Dann sind wir auch schon bei 26. In 1 Minute noch, Sub 25. Schneller als HelloFresh überhaupt das Zeitfenster nennt. Nächste Mal. Also abwarten. Fettuccine. Wenn ich das nächste Mal zubereite, Sub 25. Ich sag's hier. Predicted. Also, jetzt kommt der richtige Ending Screen. Sayonara. Change the world. My final message.